Hey Leute, Kurotaki wieder am Start. In Dragon Ball Legends haben wir wieder ein spezielles Equipment bekommen und dieses Equipment ist halt für C16 gewesen, beziehungsweise dieses Equipment ist für C16 und vielleicht habt ihr es am Thumbnail schon gesehen, habe ich das Equipment jetzt so richtig schön auf C+ gefarmt, deshalb wird auf jeden Fall jetzt auch mal dieser C16 mit diesem Equipment getestet. Das hier ist jetzt das Team, welches ich spielen werde. Ist eigentlich ein ganz normales Android-Team, wie man sehen kann. Da gibt es jetzt eigentlich auch jetzt nicht viel mehr dazu zu sagen. Das hier sind die Equipments von meinem Team. Und bei C16 könnt ihr sehen, sein eigenes Equipment auf C+. Alle Slots sind rot. Und bei Slot 3 ist es eher am wichtigsten, weil man kann sehen, mit der Ultimate kann er jetzt Gegner einsperren. Bedeutet, man kann ja ab und zu mal vielleicht einen Ultra-Vegeta-Blue mal snipen mit dem. Aber dann würde ich sagen, fangen wir mal an. Der erste Gegner hier spielt ein Future-Team mit Goku Freezer zusammen. Ist eigentlich hier ein ziemlich stabiles Team für Ranked. Du hast einen Typen, der hat Endurance. Der andere kann Rising Rush countern. Somit ziemlich stabil. Ich beginne hier mit Cell. Let's go! Gegner beginnt direkt mit Trunks. Jetzt wechselt er sicher zu Vegetto, das war eh klar. Hab jetzt mein Vanish. Perfekt. Das hat er höchstwahrscheinlich hier erwartet. Deshalb kam direkt der Sidestep von ihm. Sehr schöner Damage. Jetzt sicher gleich mal der Wechsel. Okay, noch nicht. Jetzt vielleicht. Jetzt, ja. Okay, dein Ernst? Wie oft denn noch? Oh, ey, das war jetzt so sinnlos. Ich bin mir nicht sicher, ob ich hier... Doch, doch, ich glaube, ich werde versuchen, hier Vegetto zu snipen. Sidestep? Kein Sidestep, sehr schön gewartet. Okay, C16 kann wenigstens sehr viel überleben, weil sein eigenes Equipment gibt ihm 30% Leben. Das ist schon krank. Okay, wechseln wir zu C17. Das wird trotzdem, glaube ich, sehr viel Damage sein. Ja, ein Strike-Tag. Wie viel Damage war das jetzt? Ich glaube 700.000 ist schon viel. Okay, wenigstens ist bald die Leiste voll. Zum kriegt er sehr viel Leben zurück. Ich bleibe hier auf dem Feld, passt schon. Okay, habe jetzt auch meinen Double Vanish. Okay, direkt ein Blast-Tag habe ich nicht erwartet. Das war gut von ihm. Weißt was? Okay, ich muss anders spielen. Uff, was für ein Damage. Okay, wechseln zu 16. Kommt jetzt direkt der Rising Rush? Ich bin mir nicht sicher, aber ich habe das Gefühl, er wird es machen. Wenn er Rising Rush macht, sollte ich eigentlich Cell opfern? Irgendwie habe ich das Gefühl, ich sollte es schon tun. Okay, zum Glück tankt er wenigstens so gut. Oh, nice. Okay, weißt was? 2 Millionen Damage, schaffst du das C16? Jetzt bin ich gespannt. Er ist eingesperrt. Also 1,9, aber komm schon. Double KO. Sehr schön, sehr schön. Direkt Special Move. Ah, komm! Oh, ich weiß nicht, ob ich Delayed habe oder nicht. Oh, ich habe Delayed. Zum Glück, zum Glück. Okay, jetzt die Frage. Habe ich mit Cell noch die Main Ability? Ja, zum Glück habe ich sie. Perfekt. Passt. Ah, zu viel Glück. Oh, ich liebe es, wie einfach die gesamte Hand zerstört wird. Ah, zu kurz gewartet. Ich dachte, ich habe genug gewartet. Schade. Okay, solange kein Special Move hat, ist es eigentlich eh okay. Außer er hat es jetzt. Nein, hat er nicht. Passt, kein Stress. Warten wir es kurz ab. Ich glaube, jetzt hätte ich erst den C17. Ja, sorry. Ich glaube, Cell muss hier drauf gehen, damit ich eine Chance gegen Goku hier habe. Weil so wäre es, glaube ich, jetzt am besten. Cell geht drauf. Goku ist eingesperrt, nimmt sehr viel Damage. Wenn ich sofort schaffen würde hier, die Ultimate gegen Goku rauszuhauen, kann ich eh easy gewinnen. Aber ist die Frage, schafft das? Was für ein Damage. Nice. Er kann eh nichts machen. Passt. Okay, Goku geht drauf, das ist sehr schön. Jetzt Main Ability mit C17. Und Ultimate. Oh, wenn er jetzt ein Special Move hat, dann GG's. Hat er nicht? Perfekt. Yep. Somit GG's. Der nächste Gegner hier spielt ein Future Team mit Kid Buu zusammen. Und das wird schon ziemlich nervig sein gegen mein Team, weil er hat das perfekte Counter-Team, wie man sehen kann. Ich beginne trotzdem mit Cell. Er wird höchstwahrscheinlich sogar mit Kid Buu beginnen, aber ich beginne trotzdem mit Cell. Let's go. Okay, wie schon erwartet, beginnt er mit Kid Buu. Direkt ein Perfect Vanish ihm geschenkt. Wunderschön. Direkter Wechsel zu C16 natürlich, weil er muss das tanken, ne? Warte mal, er nimmt den wieder einen Goku Black mit. Okay, ich glaube eigentlich, dass das nicht mal so gut von ihm war, weil er hatte, glaube ich, einen 14 Sterne blauen Sommer, so den hätte er eher mitnehmen sollen. Aber wer weiß, schauen wir mal. Im Endeffekt ist der Sommer auch nicht mal so schlecht, weil ich ja Dings spiele. Wie heißt der? C17. Ah, ich hätte gleich angreifen sollen. Perfekt. Keine Ahnung, warum ich einfach. Okay, nicht schlecht, nicht schlecht. Warte, ich habe eine Idee. Oh, ich hoffe, es funktioniert. Okay, weißt du was? Kid Buu ist weg. Nie im Leben überlebt das Kid Buu. Kid Buu muss hier weg, ich sehe das Wichtigste.
Er ist eingesperrt, nicht vergessen. Ich habe ja Slot 3, sein Platin-Equipment. Sehr schön, sehr schön. Killt du direkt weg. Zu wichtig. Direkt Habitex. Jetzt bin ich gespannt, was er machen wird. Wechsel. Warum warte ich einfach nicht? Warum warte ich einfach nicht? Warum warte ich nicht einfach? Okay. Weißt du was? Ich hoffe, er macht die Ultimate, aber macht nicht Ding. Eine Special Move. Weil wenn hier jetzt ein Paralyze kommt, dann GG's. Mach den Ultimate. Komm, mach kein Special Move. Mach lieber die Ultimate. Weh, ich krieg einen Paralyze ab. Okay, kein Paralyze. Sehr schön. Ja, so geht's auch. So geht's auch. Green Card wurde eingesetzt. Er hat auch einen Special Move bekommen. Er könnte einen zweiten Special Move haben, weil er hat ja einen dank der Green Card bekommen. Er hatte sogar noch eine Green Card. Weil, mega, er hat einen Special Move. Sehr schön, sag ich doch. 1 HP, sehr schön. Perfekt, perfekt. Jetzt bleibt nur mehr dieser Rose übrig. Darf ich trotzdem nicht unterschätzen, weil er hat immer noch seine Ultimate. Nice Sidestep. Ich habe eine Idee. Nein, ich mach's nicht. Ich hätte Cell theoretisch auch draufgehen lassen können. Jetzt kommt sicher seine Ultimate. Und nachdem er seine Ultimate aktiviert hat, sollte er... Warte mal. Oh, na warte, ich kann eh wechseln. Perfekt. Er wird nie im Leben genug Damage haben. Okay, schau mal. Ah, es ist GG's. Okay, perfekt. Das reicht so oder so aus. Ja, perfekt. Und GG's. Der nächste Gegner hier spielt ein Future-Team mit dem alten Cell, der hat seinen Zenkai bekommen. Und Goku Freezer zusammen. Ja, ich beginne wie immer mit meinem Cell. Let's go! Okay, ich beginne mit Goku Freezer. Perfekt. Ich hoffe, er macht kein Ding, kein Strike. Perfekt, er macht Sidestep. Gleich das hier. Kommt er direkt in seinem Cell rein? Noch nicht. Jetzt schon? Na, ich muss jetzt einen Combo-Drop machen. Sehr schön, Cell kommt rein. Das war jetzt überhaupt nicht geplant. Keine Ahnung, warum... Okay, ich glaube, es passieren gerade Sachen, die wir beide nicht geplant haben. Ich habe kein Vanish. Oh, ich vergesse es jedes Mal. Ich hatte gerade kein Vanish. Okay, würde er hier einen Combo-Drop riskieren? Ich sag nein, ist er wechselt nicht. Passt. Ich hab jetzt extra nicht zu C17 gewechselt, weil... Keine Ahnung mehr. Ich wollte einfach nicht, dass C17 Damage nimmt. Okay. Ich bin ja überlegen, ob es vielleicht hier sogar am besten wäre, versuchen mit C16 Goku Freezer zu snipen. Weißt du, was ich probier's? Ich probier's. Er hat noch sein Vanish. Perfekt. Schade. Direkter Angriff habe ich nicht erwartet. Ich wechsle jetzt auch nicht. Ich glaube, er macht einen Rising Rush. Weißt was? Ich versuche sein Cell zu snipen. Mir egal, ich probiere es einfach. 2,7 Millionen Leben. Schaffst du das, C16? Ich glaube schon. Aber 2,7 ist schon viel. Er schafft's wirklich. Nice. Sehr schön. Und jetzt sofort die Ultimate hinterher. Weil wenn ich jetzt noch einen weiteren Angriff machen würde, würde es dazu führen, dass er Typ neutral gehen würde. Okay, Goku, passt schon. Goku Freezer soll draufgehen. Perfekt. Okay, und... Perfekt. Er hat sicher ein Sidestep gemacht. Nie im Leben denkt er an Tabatex. Ja, passt. Sollte jetzt GG sein. Wenn er hier nicht unter Hälfte geht... Ja, keine Ahnung. Machen wir es lieber einfach so. Ja, es reicht eh aus vom Damage her. Ich war mir nicht sicher, ob ich einfach vielleicht einen LF riskieren sollte, aber ist unnötig. GG's! Der nächste Gegner hier spielt ein Universum-Saga-Team, aber ich glaube, das ist ein Reroll-Account. Ich bin mir nicht ganz so sicher, aber anhand der Equipments, anhand seiner Good Parties und anhand seiner Bench sieht das wie ein Reroll-Account aus. Ich beginne hier trotzdem mal mit Cell. Let's go! Okay, er beginnt mit Goku Freezer hier. Direkt Perfect Bench für mich, das ist sehr gut. Leiste ist voll, kannst du mit Cover Changes ignorieren. Ich mache hier trotzdem mal einen Combo-Drop. Hätte ich nicht tun sollen. Okay, hätte ich doch tun sollen. Wie viel Damage wird das jetzt sein? Ja, nicht mal so schlecht. Sehr schön von ihm abgewartet hier. Aber das Gute ist, ich kann sofort zu C16 wechseln. Somit nehme ich hier absolut hier keinen Damage. Rising Rush kann natürlich auch noch nicht machen. Sogar wenn er es könnte, würde er keine Chance haben, gegen einen 4 Millionen C16 einen Rising Rush mit C17 zu machen. Aber sonst... Ja, Special Move lasse ich durchgehen, ist auch kein Problem. Combo ist eh schon viel zu lange, deshalb macht er auch so wenig Damage. Okay, es kann sein, dass er jetzt eine Green Card macht, dann Main Ability macht und so. Oh, oder so. Okay, Ultimate sofort hinterher. Jiren muss weg. Er ist die größte Hürde gegen, für meinen Cell, somit Jiren weg hier. Boah, habe ich genug Damage? Ich weiß es nicht. Ich hoffe schon. Jawohl, sehr schön, sehr schön. Ganz ruhig. Schade. Sehr schön. Okay, Main Ability, schnell, die Leiste wird voll. Schnell, ich brauche Leiste so wieder leer, ich brauche mein Vanish.
Oh, okay, sehr schön. Was war's? Oh, ups. Ha. Ich dachte ehrlich gesagt, es war ein Blastik. Im Endeffekt wäre es so oder so ein Perfect Vanish gewesen, aber es hat mich einfach nur gewundert, dass ich auf einmal ein Stray-Attack gesehen habe. Eigentlich muss das Cell doch eh überleben, deshalb werde ich jetzt nicht auswechseln. Er hat auch kein Vanish mehr. Ich greife direkt an. Okay, bist du jetzt langsam fertig? Nice. Er hatte... Wie viele Special Moves hast du gerade? Egal, weißt du was, mir egal. Ich schaff das schon, kein Stress. Weil, er ist jetzt eingesperrt, Cell sollte... Was war das gerade für ein kranker Damage? Tabitex ging es leider nicht aus. Nochmal? Okay, GG's, ja, das passt. Was war das gerade für ein kranker Damage von Cell? Aber egal, GG's. Der letzte Gegner hier spielt ein Universum-Saga-Team mit Ultra Vegeto Blue zusammen. Sieht man hier auch öfters. Ich beginne hier mit Cell. Let's go! Okay, Gegner beginnt mit Goku Freezer. Schade. Direkt das Switch, gut zu wissen. Perfect Vanish, passt schon. Wechsel auch sofort hier zu Ding. Ja, macht er. Ohne Combo Drop, komisch. Hier kommt der Combo Drop. Perfekt. Okay, ich werde logischerweise hier auch probieren mit C16 Ultra Vegeta Blue zu snipen. Schade. Ja, nicht so wichtig dieser Ding jetzt. Der Perfect Vanish. Sidestep gehört. Ich mache hier trotzdem nicht ein Ding. Kein Special Move. Jetzt Combo Drop. Perfekt. Perfekt. Doch viel mehr Damage leider. Zu viele Special Moves. Mit dem kann ich leider nicht viel anfangen. Okay, schau mal. Nice. Ich muss jetzt unbedingt einen Blast Attack hier noch ziehen. Eigentlich wäre es am besten, wenn ich mehrere ziehen würde. Okay. Nicht Strike Attack, Blast brauche ich. Genau deshalb. Jetzt hätte ich versuchen können zu snipen. Okay, okay, kein Stress, kein Stress. Perfekt, er ist auch weg. Okay, hier mache ich einen Special Move. Ich glaube, er wird eher C17 hier opfern. Ja, C17 geht hier mal drauf. Das passt. Wie viele Sidesets willst du eigentlich noch machen? Aber ist jetzt nicht so wichtig. Ist das ein es war Green Card. Eigentlich hätte ich hier wechseln sollen. Na, ist okay. Special Move. Ich sollte das eigentlich hier überleben. Ja, ich nehme viel Damage, aber ich habe überlebt. Das ist das Wichtigste. Okay. Sehr schön. Vielleicht sollte ich einfach Goku Freezer hier. Ja, ich mache es einfach mit Goku Freezer hier. Bleibt dann eh nur mehr Vegeto übrig, somit habe ich hier selber C17 da, das passt schon. Dieser Snipe sollte so oder so funktionieren. Passt, somit hat nur mehr Vegeto, ich habe noch zwei Charaktere, somit kein Stress. Eigentlich kann er hier nichts machen. Ja, es passt, da kann ich so oder so ausweichen. Puh, war das viel Damage gerade. Perfekt, und sollte jetzt eigentlich GG sein. Die kommen. Achso, warte, vielleicht nicht, weil meine Leiste ist nicht mal voll. Okay, obwohl... Doch, SGGs. Ich kann es sogar vielleicht mit einem Special Move hier beenden. Ne? Machen wir erst das Strike Attack, dann Special Move. Egal, GGs. Und dann wären wir jetzt am Ende angekommen. Ihr könnt auf jeden Fall sehen, der Snipe von C16 funktioniert ziemlich gut. Ab und zu, wenn der Gegner halt mehr als 3 Millionen Leben hat, sollte man vielleicht ein bisschen Damage machen, damit er ungefähr so 2,5 Millionen Leben noch übrig hat. Dann funktioniert der Snipe eh fast jedes Mal. Außer... Boah, ich bin mir gar nicht so sicher. Außer es ist vielleicht so ein 14-Sterne-Jiren oder so. Der tankt einfach viel zu viel weg. Aber sonst in einem Android-Team kann man es wirklich versuchen, ihn zu spielen. Es wird schon funktionieren. Außer natürlich, ihr pusht Godrank oder was weiß ich was. Aber in den Top 10.000 werdet ihr easy ein paar Snipes raushauen können mit ihm. Dann Leute, wäre es von meiner Seite aus gewesen. Ich hoffe, dass wir uns beim nächsten Stream oder im nächsten YouTube-Video wiedersehen. Also Leute, und... Ciao!